Ein weiser Mann hat mal gesagt, es ist der letzte Sommer. Hurra! Jetzt hier, Standard Time. Das traurige Ende von White City. Na, schau dich an. Ein Jahr altes SEO-Video. Wir gehen trotzdem rein, weil es mich nicht interessiert. Alter ist auch nur eine Zahl, sag ich immer. Wenn es zumindest auf die ältere YouTube-Videos angeht. Meine Intros werden jedes Mal schlechter. Wie es früher war, abgedrehte Comedy. Ja, Leute, ich glaube, viele von euch wissen das gar nicht mehr, aber eine Zeit lang waren diese Jungs mit Abstand die größten. Ey, damals war die Welt einfach wirklich bunter, oder? Ich dachte, ich habe mir das eingebildet, aber es ist wirklich so. YouTuber Deutschlands. Und das zu Recht, ihre Videos waren so aufwendig schauen, und jetzt prägend ist es grau. Die damalige YouTube-Szene, wie es heute eventuell nur noch ein Julian Bam schaffen könnte. Sehr, sehr erfolgreich. Wie viel kann man da verdienen im Monat? Sehr, 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 sehr. Boah, sagen die jetzt was? Wie viel hat man damals verdient? Wahrscheinlich so ungefähr so wie viel. Du, ja. Ja, Leute, heute geht es um die gesamte Laufbahn von White Titty. Wer ist White Titty? Kennen die echt nicht? Sollte man die kennen? Safe. Schreibt mal bitte alle rein, wann ihr geboren wurdet. Ich bin 98er. Und damals war das schon, also so 98 bis wahrscheinlich 2002 oder sowas. Danach wird es wahrscheinlich schon relativ, werde wahrscheinlich noch zu jung sein. Bis deppert da mal eh viele Leute aus den 90ern. Emotional, damn it! Nee, Leute, keine Sorge, nach diesem Video wirst du White Titty in- und auswendig können. Wie fing ihre Karriere an? Wodurch kam der große Hype? Warum musste die Karriere am Ende wieder enden? Und vor allem werden wir super viele Sachen lernen. Kennt ihr nur durch Alpha Kevin, ey, wenn das... Ja. Wie zum Beispiel, dass White Titty ursprünglich gar nicht White Titty hieß, sondern abgedrehte Comedy. Oh, lol. Baby! Für mehr Random Facts folgt mir auf YouPorn. Ey, kann der Typ scheiße labern. Ach so, natürlich wird es auch sehr viel um Abonnentenzahlen und Aufrufe gehen, weil wenn man über eine Karriere spricht, sollte man schon wissen, wo genau wir uns ungefähr befinden gerade. Und ich glaube, sogar für manche von euch kann das sehr, sehr motivierend sein zu merken, manchmal muss man einfach sehr lange an seinen Zielen kämpfen, sorry, bevor dann der Erfolg kommt. Okay. Also, schnallt euch gut an, die Reise beginnt. Der letzte Sommer, oh ja. Der letzte Sommer, sagen die Maya. Zwar haben Phil und TC in ihrer süßen Heimat Hippolstein schon vorher Videos gedreht, auf YouTube fängt's aber am 25.02.2008 an. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie alt ihr damals wart. Ich war schon 17 damals. 10. Scheiße, bin ich alt. Und wer jetzt sagt, hä, waren die Jungs nicht immer zu dritt? Warum höre ich jetzt nur zwei Namen? Ja, O's kam erst ein Jahr später dazu. Also folglich 2009 und da auch erstmal als Kameramann. Die ersten Videos von ihnen findet man gar nicht mehr. Ey, also ich krieg tatsächlich öfter mal Kommentare wie, yo, ich kenne die ganzen Leute nicht, von denen du redest und sowas. Und das sehe ich auch ein, Bruder. Die meisten Leute, die sind halt nicht so im Internet so extrem aktiv gewesen und sowas. Auch nicht zu der Zeit oder sind das jetzt auch kaum, ne? Es gibt viele Leute in meiner Community, die, weiß nicht, schauen vielleicht mich. Vielleicht bin ich so der erste YouTuber, den ich so angefangen habe zu schauen. I don't know. White City war damals ungefähr, also waren wahrscheinlich so mit die größten YouTuber mit den Außenseitern und Alberto und was weiß ich was. Und die hat eigentlich jeder gekannt. Ja, auf ihrem Kanal. Gerade diese ganzen Songs. Ich gehe mal ganz kurz, warte mal, das würde mich jetzt mal interessieren. Weil die Songs, die haben ja wirklich absolut extrem viele Aufrufe bekommen. Warte mal. Hier 33 Millionen, 29 Millionen, 27 Millionen, 24 Millionen. Das ist halt schon, Bruder, das sind halt Zahlen, damit erreichst du ein Viertel von Deutschland. Weißt du, was ich meine? Ein Fünftel von Deutschland. Wahnsinn, Wahnsinn. Die sind alle mittlerweile scheinbar gelöscht oder so. Doch, wenn man ein bisschen danach sucht, kann man noch so irgendwo... So Junge, wow. Bisteppert. Die haben sich aber auch null verändert, oder? Phil Laude sieht da einfach aus. Phil Laude macht ja immer noch YouTube. Ich weiß nicht, wie es bei TC ist. So einen oder anderen Re-Upload finden. Und was soll ich sagen, die ersten Videos waren eigentlich so ein bisschen, ja, Checkers auf Wisch bestellt. Wow! Oh, wow, yay. Immer noch besser als deine ersten Videos. Ja, ich glaube es nicht. Aber scheinbar, und das wusste ich zum Beispiel vor meiner Recherche gar nicht, haben sich gerade wegen diesen Stunts die Jungs am Ende White Titty genannt. Das Y und das T steht für YouTube. Das Titty hat sich dann mehr oder weniger durch Herumspielerei aus YTD ergeben. Und YTD stand damals für YouTube Dummies, weil wir so eine Art Check-Ass-Sache ganz am Anfang gemacht haben.
Ah. Das verstehe ich nicht. Völlig egal, die ersten Videos, die man auf ihren Kanal finden kann, sind einmal Nasty German Racist. Ein Video, in dem sie kurz auf Englisch erklären, warum sie im letzten Video jemanden schwarz angemalt haben. We are accused of being racist because in our last video we painted a white guy black. And why did she do that? I mean, it's so racist. No, it's actually because we don't have any black friends and here. And why? Well, we didn't rob Africans to our... No. Was, Bruder? Na gut, ja, okay. Und dann noch Verkehrte Welt, ein Video. Ja, damals war die Welt ein bisschen anders. Bei dem sie einfach alles rückwärts abgespielt haben, in der Hoffnung, es sieht cool aus. Oha, aber hey, echt, das dennoch ist hatten die Videos mehrere tausend Aufrufe teilweise, was vermutlich daran liegt, dass es damals nicht wirklich so durchdachte Kanalkonzepte oder Formate gab. Also man hat da einfach irgendwas hochgeladen, total random, das war da noch normal. 2000 Abonnenten haben sie trotzdem in 1,5 Jahren eingetütet. Es ging schon mal ganz nett los, vom großen Erfolg war da aber noch nicht abzusehen. Doch dann kam ein Video, bei dem man zum allerersten Mal diesen typischen Waititi-Humor bewundern konnte. Ich weiß, aus heutiger Sicht das Ganze vermutlich nicht mehr so krass wie damals, aber zu der Zeit war dieses Video wirklich einfach nur Bombe. Brenda! Er war kein Mann. Brenda! Er war keine Frau. Brenda, wo steckst du verdammt nochmal? Und was kommt hier jetzt, Alter? Er war ein... Ist nicht das, was du denkst, Jack? Besen. Ja. Weißt du, ich kann das noch nicht. Bruder, das ist so oldschool. Die CDs, Alter. Und dann mit dem Edding irgendwas draufschreiben. Coole Sommerhits 2004. Das ist alles noch so neu, verstehst du? Okay, ich glaube, es reicht wieder. Besen. Der Besen. Nee, aber hat damals Platz 3 bei den Kangaroo Awards erreicht. Ein Award, von dessen Existenz ich bis eben gar nicht wusste. Doch ein Jahr später waren sie sogar Platz 1 bei den Magics Video Contest. Ein Contest, von dem ich ebenfalls noch nie was gehört habe. Aber hey, immerhin, ich meine, hast du schon mal einen Preis gewonnen? Also sicher nicht, ich meine, guck dich mal an. Wo war nochmal der Dislike-Button? Oh. Doch dann kam das allererste Video, was den Stein mal so ein bisschen ins Rollen bringen sollte. Und vielleicht wissen ein paar von euch schon, was für ein Video das sein könnte. Boah, safe irgendeine Parodie. Ja, eben bei Twilight, also das hat dann von alleine gehypt, da musste man nicht viel machen. Einfach Edward eingegeben und dann kamen wir und dann bam. Ja, im November 2009 haben sie die erste Folge von Twilight hochgeladen. Twilight, bis an die Grenzen der Liebe. Somit hatten sie zum allerersten Mal einen Hit gelandet, der... Ich glaube, das kenne ich gar nicht, ich bin euch ehrlich. Ich glaube, da war ich noch ein bisschen... Damals auch schon 100.000 Aufrufe machte. Und ja, by the way, YouTube sah 2009 so aus. Bruder, kannst du dir das vorstellen? Da konnte jeder sein eigenes so Design machen bei seinem Kanal. Wahnsinn! Das ist schrecklich, wie das ausgeschaut hat. Schrecklich. Ah, okay, damals waren die Dinge auch schon unten. Damals waren die Titel auch schon unten. Ich kann mich erinnern, wo ich angefangen habe, YouTube zu schauen, bild ich meinen, waren die Titel immer über dem Video. Und dann kann ich mich erinnern, wo sie es wieder umgestellt haben, wo die Titel dann wieder unter dem Video waren und ich hab meinen Augen nicht trauen können. Ich fand, das war das Schlimmste überhaupt. Ah ja, stimmt. Twitter hatte früher gar nicht diesen Vogel als Maskottchen. Damals war das noch so ein verkrüppeltes Tee. Heutzutage hat die erste Folge sogar 3 Millionen Aufrufe. Also ja, man merkt schon, das Ganze war zumindest schon mal so der erste Selbstläufer irgendwie. Und so erreichten sie 2010 nach 10 Folgen Twilight die 23.000 Abonnenten. Ja. Immerhin, ich meine, viele schaffen das nicht. Okay. In dem Jahr wurden die Thumbnails dann... Ja, vor allem, wie gesagt, damals 23.000 Abonnenten ist wie heute 120.000. So ein bisschen anders, ich könnte mir vorstellen, vielleicht haben sie sich so ein bisschen an Simon Desio orientiert. Wer in diesem Format das Simon Desio-Video gesehen hat, weiß ganz genau, dass bei ihm damals schon die Aufrufe... Ich sag's mal so, er wusste, wie man Klicks macht. Aber egal, bis August 2010 knallten sie eine Folge Twilight nach der anderen raus, bis halt eben am Ende das komplette Staffelfinale kam, das alles zerfickte. Ich bin noch nicht tot. Jacob, bleib bei uns! Keine Sorge, Freund. Ich wollte schon immer zu dramatischer Musik sterben. Hier nochmal angemerkt, vielleicht kommen die Jokes jetzt schon so ein bisschen altbacken rüber, aber damals waren die komplett neu, also man musste einfach lachen. Safe! Und vor allem halt, musst du dir vorstellen, das war einfach, Bruder, das war einfach eine andere Zeit, wo Leute, die haben ja kein Geld damit verdient.
zu der Zeit. Die haben kein Geld damit verdient, die haben das einfach nur aus Spaß gemacht und die haben sich halt gefreut, wenn halt Leute so zugeschaut haben und sowas. Und das war es einfach. Die haben einfach nur Spaß dabei gehabt. Und das war einfach so eine innocent Zeit irgendwo. Und jetzt ist es so, dass du halt viele Leute hast, die halt mit der Reichweite, die sie halt damals gehabt haben, mit so 20.000 Abonnenten oder sowas. Ich glaube, wo ich 20.000 Abos hatte, nee, ich hätte noch nicht davon leben können. Ich überlege gerade, wo ich dann damals war. Na, davon hätte ich noch nicht leben können. Aber es ist schon in die Richtung gegangen von wegen so, yo, man kann schon Geld damit verdienen und sowas und es kommt hin und wieder mal was rein und erste Placement-Partner und sowas werden auf dich aufmerksam. Ich kann mich noch erinnern, da gab es eine Firma, die wollte mich damals ziemlich über den Tisch ziehen. Das war sowas von lächerlich, was die mir angeboten haben. Soll ich vielleicht auch mal erzählen, das war ganz lustig. Weil es was völlig Neues war. Also wir waren ja dann von 2000 Abonnenten bis jetzt zu 90.000. Das ist das Ding, nämlich wenn du ein kleiner YouTuber bist, dann weißt du nicht, was du halt verlangen kannst quasi für eine Kooperation. Und ich habe mir eine Summe vorgestellt und die wollten, Bruder, die haben das so extrem runtergespielt, was ich mache. Ist jetzt ziemlich was gegangen durch da war Twilight. Ich unbeleidigt. Die letzten 6 Monate haben wir dann diese 88.000 Abonnenten mehr bekommen. Doch, wie wir alle wissen, war das erst die Vorgeschichte, denn jetzt kommt erst der große Hype. Denn am 18.08.2010 testeten sie ein vollkommen neues Videoformat in YouTube Deutschland. Eines, für das sie wirklich stehen sollten und auch bekannt werden sollten. Und das ist natürlich ganz klar die Songparodien. Anders als je zuvor. Ich weiß auch, das ist heutigen Zeit nicht mehr ganz so heftig wie damals, aber dieser Effekt zum Beispiel, der hat mich wahnsinnig beeindruckt. Jeez, okay, und auch der Humor, ich musste sehr viel lachen. Ich meine, er quetscht sich einen Hoden, Leute. Das ist verdammt nochmal lustig, Mann. Mein letzter Sprung ist ein Scheißerie. Also kein Wunder, dass sie schon damals in nur 6 Tagen 300.000 Aufrufe erzielt haben. Und mittlerweile liegt das Video sogar bei 17 Millionen Views. 17 Millionen. Lass mich mal ganz kurz nachschauen. Einfach der Spaßigkeit halber. Kaiser, wie viele Aufrufe ich auf meinem Main-Channel habe. Main-Channel. Zack, Grüßer. Ich habe 26 Millionen. Bro, ich bin so ein Trottel. Ich habe auch eine Parodie gepostet, oder? Schau mich an. Also gab es natürlich immer wieder weitere und weitere Songparodien, die natürlich dann auch immer besser wurden. Nein, Mann, ich will nicht arbeiten gehen. Ich will noch ein bisschen harzen. Hätte ich Arbeit, müsste ich früher aufstehen. Lass mich noch ein bisschen harzen. Natürlich hat es nicht lange gedauert, bis auch andere auf dieses Erfolgsrezept aufmerksam wurden. Also machten plötzlich alle Songparodien, sei es Simon Desius, sei es die Außenseiter, Ape Crime, ja sogar Lochis haben ja auf Songparodien ihre ganze Karriere aufgebaut gefühlt. Was man aber bei Titi zugutehalten muss, die haben jetzt nicht nur noch Songparodien hochgeladen, also sie haben auch alles mögliche andere gemacht, also ihre kreative Freiheit wurde nicht eingeschränkt da. Aber natürlich haben sie ihre Schiene schon irgendwo gefunden. Dadurch beendeten sie das Jahr 2010 mit fast 200.000 Abonnenten. Krank. Und im selben Jahr zogen sie dann zusammen nach Köln in der Hoffnung, sie könnten damit ihre Karriere so richtig durchstarten. 2011 gab es dann auch die allerersten Parodien zu diesen Apple-Werbevorstellungsvideos. Klar gab es schon jede Menge Tablets davor, aber wir tun wie immer so, als wären wir die Ersten. Und auch das klappte sehr gut, wie gefühlt jedes Video eigentlich bis dahin, auch wenn es hier und da mal so ein bisschen clickbaitiger wurde. Wenn einmal, hat man sich da schon wieder von Simon Desio inspirieren lassen? Hier ist die Plagiat-Polizei! Verhaftet diese Dann am 14.10.2011 erreichten sie einen weiteren Meilenstein der YouTube-Geschichte. Ich glaube, sie waren die allerersten YouTuber in Deutschland, die einen eigenen Song rausgebracht haben, also wirklich so mit Verkäufe und... Wäre mal interessant zu wissen, was passieren würde, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest und dann, ich sag jetzt mal, den heutigen Content damals produziert hättest. Einfach so, ich weiß nicht, so zum Beispiel, wen schicken wir zurück? Mimi? Mimi, da hätte es damals schon safe Leute geben können, die irgendeine Scheiße gebaut haben, nur auf die halt keiner draufgekommen ist und Mimi exposed dann irgendwelche Leute. Dann schicken wir einen Kuchendevor zurück, ne? In der heutigen Form und er macht dann irgendwelche Meinungsblocks über irgendwas. So, wäre das gut angekommen oder hätte es einfach komplett gar nicht funktioniert, weil das halt einfach nicht der Zeitgeist war. Genauso wie es jetzt nicht funktionieren würde, du siehst ja auch zum Beispiel bei Joyce Ilk, kennt ihr doch Joyce Ilk? Die war damals auch sehr bekannt bei der, genau, Mimi exposed, Mediakraft. Joyce Ilk hat damals auch sehr viel solchen Content gemacht, so, yo, 10 Arten von Schülern, 10 Arten von dies, das und sowas. Die war ja auch bei Punk, hieß das, glaube ich, von Ape Crime und so, ist ja egal. Auf jeden Fall hat die dann
weiterhin auch noch versucht, diesen Content zu machen, so die letzten paar Jahre, und es hat einfach vergleichsmäßig halt kaum noch funktioniert, oder es hat nicht mal diese Traction gefunden. Und das ist das, was ich halt bei vielen Leuten sehe, die nicht, vielleicht nicht mit der Zeit gehen oder die vielleicht versuchen, mit der Zeit zu gehen und sich dann denken, naja, früher hat aber das und das funktioniert, deswegen versuche ich Pong. Nicht Funk, ja. Die nicht mit der Zeit gehen und sich denken, naja, okay, aber früher hat das und das funktioniert, deswegen mache ich einfach den alten Content weiter. Und dann machen sie den alten Content weiter, aber der zieht dann einfach nicht mehr. Missing Sternal, Dankeschön für den Prime-Sub. Also der Zeitgeist auf Social Media ändert sich so schnell. Und wenn du dir anschaust, heute in 5 Jahren bin ich wahrscheinlich auch gar nicht mehr da. I don't know, keine Ahnung, wo ich bin. Aber das geht so schnell. Oder vielleicht bin ich noch da. Vielleicht habe ich dann in 5 Jahren meinen besten Monat. Mein besten Monat, mein bestes Jahr. Schauen wir mal, was passiert. Der halt chartfähig war. Oder ich bin bei CEO, der Absturz von, na, das traurige Ende von Klüser. Und ich würde es voll schade finden, wenn es nur einen gibt, der nicht diesen Song kennt. Pong, Alter, Pong. Kennt ihr Pong nicht? P-O-N-K, Alter. Pong, gibt's das überhaupt noch? Gibt's nicht mehr. Joyce über ihre Zeit in der Pong-WG. Genau, da gab's damals eine WG, wo voll viele YouTuber gewohnt haben. Pong YOLO. Gutes Video. Pong YOLO. Ey, Dankeschön, Plantagement. Plantagement. Missing Sterne. Eine mysteriöse Kraft, ein Gefühl ist für mich schwerelos. Die Sehnsucht ist riesengroß. Als ich schüchtern auf den Sternen greif, merke ich, die Zeit ist reif. Mein Penis ist stark. Ja, Ständertime erreichte 800.000 Views nach 2 Wochen und hat mittlerweile schon 28 Millionen. Und hier muss man ganz klar sagen, Waititi schaffte immer und immer wieder solche Bretter. Also Videos, die so aufwendig gemacht waren, aber auch eben so krass erfolgreich waren, dass fast jeder Jugendliche in Deutschland, der irgendwie nur Internet hatte, halt diese Songs mitsingen konnte. Von daher kann man sagen, eben safe, weil sie so alleinstehend waren und eben diese Videos so erfolgreich und aufwendig waren, war Waititi damals, was vermutlich Julian Bam heute ist. Im Oktober 2011 hatten sie zumindest... Ja, auf jeden Fall. Da hat sich niemand so heftig die Mühe geben können auch. Auch einfach finanziell, Bruder. Das war ja nicht, das kannst du nicht mit heute vergleichen. Die haben ja auch so gut wie gar keine Sponsorings gehabt in den Videos. Zumindest hätte ich das jetzt nicht mehr recalled. Und jetzt ist es so, Bruder, du machst 20.000 Aufrufe auf jedem Video und du hast schon Firmen, die dich anfragen. Was ja auch gut ist, es bringt viel mehr Leute dazu, dass sie Geld verdienen und dass sie selbstständig werden können und dass sie halt dann auch mehr Geld in die Videos reinstecken können und sowas. Aber damals war das halt, es war ja auch low-cost produziert, nur es hat auch keiner die Zeit oder die Reichweite, um dass sich halt sowas rentiert. Ne? Ist dadurch schon mal die 300.000 Abonnenten geknackt. Als nächstes gab es dann GTA in Real Life. Ich glaube, das kennt man, dieses Prinzip. Das gab es dann auch immer wieder mit Skyrim und Co. Es gab weitere Songparodien, wie zum Beispiel auch diese Klassiker hier. Ihr Schweine habt mich angemalt. Eine Taube fliegt mir über den Kopf. Es fällt was vom Himmel. Zum Glück scheiße. Aber natürlich auch, und an der Stelle Hut ab, sie sind sich ihren alten Werten treu geblieben. Es gab immer wieder so Kurzfilme, die gut produziert waren und eben auch diesen abgefuckten Humor hatten, wie Besson. Von den Machern von Furz. Wann werde ich dich wiedersehen? Oh, Alter. Rülps, der Film. Ich sag ja, mal so, super. Naja. 2012 ging es dann fröhlich weiter. Jede Parodie war einfach nur mega erfolgreich. Au, nicht schon wieder. Das ist doch crazy. Hier hast du meine Nummer. Bitte call me maybe. Und dann am 3.8.2012 droppten sie schließlich ihr erfolgreichstes Video ever. Und das war Mein letzter Sommer. Das ist der letzte Sommer. Safe. Oh ja. Yeah. Oh, Bruder, ich krieg solche Flashbacks. Ja, wer es nicht mehr weiß, im Dezember 2012 sollte die Welt ja untergehen, weil die Mayas das so vorausgesagt haben. Ey, machen wir mal einen Blick zurück. In Wahrheit ist die Welt ab da untergegangen, oder? Haben sie zwar eigentlich gar nicht, es ging nur ihr Kalender zu Ende. Und was passiert, wenn ein Kalender zu Ende geht? Er fängt von vorne an. Mir wollte ja keiner zuhören, Mann. In diesem Video kann man gut sehen, was wir mittlerweile filmerisch schon drauf hatten. Und so. Drum verwende ich jedes Jahr den gleichen Kalender wie im letzten Jahr. Und durchbrachen sie im Januar 2013 einen Meilenstein, den damals nur ganz wenige YouTuber hatten. Sie durchbrachen die 1 Million Abonnenten. Krank. Das war wirklich heftig damals. Ich glaube, es hatten damals wirklich nur eine Handvoll YouTuber. So die Außenseiter, Freekickers, Kontor und noch irgendwer. Allerdings änderte sich an der Stelle irgendwas. Also man kann es gar nicht so richtig benennen, aber die Stimmung kippte so ein bisschen ins Negative. Man konnte es vielleicht so ein bisschen an den Klicks erkennen, weil die sind erstmal stark gesunken. Wir haben ein großes Team aufgebaut, denn auch wir wollten immer mehr und besseren Content machen. Doch plötzlich sind die Klicks im Januar dramatisch eingebrochen.
Wir hatten Angst, unser Team, in dem natürlich auch Freundschaften entstanden sind, nicht mehr bezahlen zu können. Obwohl man Becky, sagen muss, aber ich habe das gar nicht gemerkt, es ging bei denen einfach wirklich super schnell weiter. Aber auch in den Kommentaren wurde es so ein bisschen toxisch irgendwie. Also vielleicht lag es so ein bisschen an den ersten Produktplatzierungen. Eine Sache, die damals überhaupt nicht anerkannt war. Also wer viel Geld mit YouTube verdient hat, der wurde einfach weggehatet. Sie hatten damals aber auch sehr oft unpassende Platzierungen, wie zum Beispiel die Currywurst der Rügenwalder Mühle. Das war so ein Superman-Video, wo Phil durch die Gegend geflogen ist und plötzlich kam bei der Mühle vorbei und hat so eine Currywurst mit Laserblick erhitzt. Das Video war auch extrem gut gemacht, aber es hat sich irgendwie nicht so richtig angefühlt. Sie launchten einen Gaming-Kanal namens Yplay, der sehr stark an Smosh Gaming angelehnt war. Der floppte dann total und den hat man auch wieder super schnell eingestellt. Aber ich weiß auch nicht. Alter, der floppte dann total. Mhm, ja, ja. Also gut, damals waren die Klicks wahrscheinlich nicht so hoch, aber imagine, du machst so ein Video, yo, hier 80.000 Aufrufe für ein Video. Ja, ja, aber das musst du ja auch mal rechnen. Das sind drei Leute. Also erstens musst du, pass auf, 80.000. Wenn ich 80.000 Klicks machen würde mit einem Video, Bombe. 80.000 Klicks in meine Tasche. Also Steuern muss natürlich trotzdem noch zahlen, aber trotzdem 80.000 minus, also durch drei, minus die ganzen Ausgaben für das Team, das sie haben. Das wird ja wahrscheinlich auch irgendwie jemand cutten, irgendjemand wird das Thumbnail machen und dies und das und jenes und dann noch Steuern bezahlen und dann bleibt eigentlich so gut wie gar nichts mehr übrig. Und ja, genau, safe. Und der CPM war safe auch nicht so hoch. Ja, ja. Also, ich denke mal auf jeden Fall, also natürlich war das halt damals eine andere Zeit, wenn du halt dann auf einmal Produktplatzierungen gehabt hast und so, dass halt dann die Leute angepisst waren, aber trotzdem irgendwo, keine Ahnung, imagine, du supportest halt einen YouTube-Creator oder mehrere YouTube-Creator halt über Jahre und die droppen Banger-Videos und Banger-Songs und die bauen ihre ganze Existenz darauf auf und da machen sie halt Geld durch Produktplatzierungen und du sagst dann so, yo, überhaupt keinen Bock mehr auf euch, was soll der Scheiß? So, ja. An Smosh Gaming angelehnt war, der floppte dann total und den hat man auch wieder super schnell eingestellt. Aber ich weiß auch noch, dass ganz viele meinten in den Kommentaren so, hört auf, Videos zu machen, ihr seid nicht lustig und hört auf zu singen, ihr könnt nicht singen. Was ich nie verstanden habe, weil ich fand, schon damals waren die Videos wichtig für YouTube Deutschland, so als Vorzeige-YouTuber. Und der Humor war doch gut und vor allem Phil kann doch gut singen. Nächster Tag, Chefetage, was hab ich dann gemacht? Wer will mich wirklich feuern? Wer hat diesen Typ ins Hirn gekackt? Ich hau drauf, bis dein Auge wieder lila ist. Ich hau drauf, bis dein Auge wieder lila ist. Immerhin brachten sie ein Album raus namens Stricksocken-Swagger, ein schwieriger Name. Das lief ganz gut und sie gingen damit sogar auf Tour. Das war bestimmt schon mal ein kleines Erfolgserlebnis. Und sie gewannen einen Echo für das beste Video. Also auch das war bestimmt so ein kleiner Aufschwung nochmal für YTT. Jetzt sind wir in 2014 angekommen und der Kanal hatte schon 2,6... Bruder, die... Ah! 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 Punk! Na, was sagt sie jetzt? Was sagt sie jetzt? Ah, oh, oh, Punk, kennt keine Sorge. Es war ein großer Kanal damals. Ihr seid alle nur zu blöd und zu jung. Ich bin schon 1904 geboren. 6 Millionen Abonnenten. Also waren sie damals auch Platz 1 in YouTube Deutschland. Selbst Gronkh war noch darunter. AB, da hat dann erst später AB sie eingeholt. Danke dir. Beauty Palace danke. Und Julian Bam kannte man damals noch nicht so richtig. Also Juice, Hype kam ja erst so 2015 dann. Doch anstatt diesen Erfolg zu feiern, mit der Longboard-Tour, oder? Die Jungs was völlig anderes. Wir haben uns gedacht, bevor wir irgendeinen Mist hochladen und bevor wir immer dasselbe machen, nehmen wir uns im Jahr diesen Januar eine Auszeit, einfach um auf neue Ideen zu kommen. Ja, wie gesagt, sie machten einen Monat lang eine Pause, weil, wie gesagt, die Stimmung war nicht so rosig. Allerdings, nach der Pause ging es gar nicht anders weiter. Sie machten weitere Parodien, wie zum Beispiel zu Pokémon, wo ich sehr interessant fand, dass Julian Bam gerade dieses Video ein Jahr später nochmal neu aufgelegt hat, was vollkommen okay ist, weil der Ursprung ist sowieso noch viel früher, also auch vor YTT, ich glaube, ich aus dem Staat natürlich Amerika. Smosh, ja. Smosh hat es zuerst gemacht, soweit ich weiß. Alright, Magikarp, hit him with a splash attack! Völlig egal, im Juni 2014 kam es trotz steigender Abozahl dann zu diesem Statement. Und Leute, genau das haben wir vor. Das ist jetzt was unser... Einfach im Ghetto. Im Ghetto, T-Shirt. Sagt, dass wir in Köln. Wirklich eine kleine Auszeit brauchen, aber eine wirkliche Auszeit. Gut, dann halt wieder eine Auszeit. Yay! Und nach der Pause ging es eigentlich genauso weiter. Also man merkt schon, das war so ein Teufelskreis irgendwie. Es gab einen weiteren Song. Ich bin verdammt normal. Ich bin verdammt normal. Weitere Songparodien. Es ist halt scheiße, weil du, wie gesagt, du lebst davon und du kannst dir die Auszeit nehmen, aber wenn du dir die Auszeit nimmst, Bruder, du verzichtest auf so viel Geld und ich bin mir sicher, dass halt viele Leute auch zu ihnen gesagt haben, yo, ihr seid jung, ihr macht viel Kohle, ihr könnt viel Kohle machen, ihr habt einen immensen Hype, wenn ihr das nicht ausnutzt, in ein paar Jahren ist es vorbei. Und es kommt immer darauf an, wie du das dann umwandelst. Also soweit ich weiß, macht dieser Aus, der ist dann ausgestiegen und hat dann irgendwas mit Firmen gemacht oder sowas oder hat eine eigene Firma gegründet. TC bin ich mir gar nicht hundertprozentig sicher, was er alles macht. Aber sicher auch irgendwas im Bereich Social Media oder so. Den habe ich letztens erst wieder gesehen. Oh, oh nein, bin ich offline?
Verbindung zum Chat steht hier gerade. Willkommen im Chat. Ah ja, okay. Jetzt geht's wieder. Okay. Und Phil Lauder macht ja immer noch Content. Der ist ja jetzt bei Funk sogar, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, bin ich noch da. Sehr schön. Parodie natürlich. Hey, mein Schatz, wer ist der Nate Mann? Wow. Und wenn doch mal was anderes kam, wie das hier zum Beispiel. Welches Meer grenzt an Deutschland? Das Rhein. Dann wurde das von der Community mit angenommen und halt weggehatet. Mach das sofort weg, das ist doch nicht mehr bei Titty, Mann. Oh Mann, schon wieder eine Songparodie, geht euch die Ideen aus oder was? Trotzdem wurde es nicht rückläufig, noch in 2014 haben sie die 3 Millionen Abonnenten erreicht. Von daher, meine Theorie, hätten sie auf die Kommentare geschissen und einfach weitergemacht. Wer weiß, eventuell werden sie heute noch sehr erfolgreich. Aber stattdessen, und ich weiß, damals fand ich es super schade und einfach nur traurig, aber im Nachhinein ist es schon die deutlich coolere Aktion, kam einfach eiskalt gar nichts mehr. Man wusste überhaupt nicht warum, es vergingen Monate ohne Statement, ohne irgendwas. Ich denke, sie haben sich alle so ein bisschen umgeschaut und sich umorientiert, ob es irgendwo was anderes gibt. Es muss richtig nervig sein, wenn du dann die ganze Zeit von Leuten auf der Straße erkannt wirst und die sagen dir, yo, warum machst du keine Videos? Und da musst du jedes Mal irgendwas sagen. Sich wohlfühlen können als nur YouTube und bei Titty. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, jeder von denen hat so seine Ecke gefunden. Denn dann kam endlich die Antwort im Dezember 2015. Da haben sie auf ihre Weise ihren Rücktritt bekannt gegeben. Denn es ist jetzt vorbei. Das ist der letzte Sommer. Oh ja, ich bin verdammt normal. Ich bin Na klar! TC hat zwar noch so ein bisschen YouTube versucht, Oast ist davon ganz weggegangen und Phil ging erstmal so ins Fernsehen. Mittlerweile hat er ja wieder einen Funkkanal namens Phil Laude. Vielleicht kennen ihn ja einige von euch jetzt davon eher. Und auch da ist er schon wieder super erfolgreich. Man merkt also, Talent setzt sich irgendwie immer durch. Auch wenn er in seinem Leben harte Rückschläge erleiden musste, die man natürlich niemandem wünscht. Trotzdem, das Ende von bei Titty ist mittlerweile fast 7 Jahre her und es wächst immer mehr Gras drüber. Aber viele wissen nicht mehr, dass es mal diese wilde Zeit gab und ich hoffe, ich kann mit diesem Video so ein paar Erinnerungen wieder hervorrufen. Denn es ist so schade, dass man daraus lernt, dass selbst der erfolgreichste Kanal auf YouTube kann, wenn er mal eine Zeit lang nichts hochlädt, in ein paar Jahren vergessen sein. Ich meine, klar, es ist nicht super schlimm, ja, es gibt Schlimmeres auf der Welt, aber schade ist es schon irgendwie, oder nicht? Aber wie Bibis Beauty Palace schon einst sagte, die mich vergessen. Es ist, wie es ist, alles ist vergänglich und was bleibt, ist nun mal die Erinnerung. Ich kann nur versprechen, YTT werde ich definitiv nicht vergessen. Und damit mein Kanal nicht auch bald Geschichte ist, bitte Leute, liken und abonnieren für meine Arbeit, würde mich sehr freuen. Dankeschön fürs Zuschauen, dein CEO. Ihr Schweine. Ey, geil, gutes Video. Ich meine, sehe schon, ja, Alter, brauche ich jetzt nicht mehr liken. Na, Spaß beiseite. YTT, sehr, sehr guter Kanal damals gewesen. Sehr viel Impact auch gehabt auf alle anderen Kanäle, hat man ja eh auch gemerkt. Allein schon, dass du dich zuerst von einem Simon Desue quasi so inspiriert hast und dann sich Simon Desue an dir inspiriert hat, weil er einfach gesehen hat, yo, bei denen läuft's und bei denen, die machen irgendwas richtig. Ich glaube, das hat sehr viel Kreativität in den Leuten rausgeholt und damals war ja auch Kreativität ein sehr, sehr großer Faktor. Heute kannst du mit ein bisschen weniger Aufwand auch, ich sag jetzt mal, erfolgreich werden oder so, aber Ist es auch nicht schlechtes, ne? Generell diese Talking Head Videos schaue ich mir auch sehr gerne an. Man muss nicht immer komplett Vollgas bombardiert werden mit irgendeinem Content oder so. Ich find's gut und ich finde, YTT hat eine sehr, sehr geile Legacy hingelegt und ich find's auch nice, dass sie alle so ihren Platz gefunden haben in dem, was sie machen. Also Oz hat dann Social Media Management oder sowas gemacht, hat jemand von hier reingeschrieben und genau, also solange es ihnen gut geht und solange da alles, solange sie alle gemeinsam Gucci sind damit, ist es nice, weil es gibt ja auch andere Geschichten, wie zum Beispiel mit Ape Crime, wo dann so ein bisschen zerstritten wurde und sowas. Das, glaube ich, ist bei YTT nicht so wirklich passiert. Zumindest hätte man das nicht so öffentlich ausgetragen. Deswegen, das ist eine nice Sache und ja, fand ich gut.